werden uns heute eine super overpowerte Monsterarmee zusammenstellen. Mit super vielen, gigantischen, aggressiven und bosshaften Monstern. Welches Team wird die gegnerische Armee besiegen können und sich zum Schluss mal wieder feiern können? Lasst einen Like da, wenn euch das Format gefällt. Abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und schreibt in die Kommentare, welche Monster unbedingt in unsere nächste Monsterarmee mit hinein müssen. Viel Spaß mit dem Video. Es ist mal wieder Zeit, die größten Monsterarmeen zusammenzustellen, um ein episches, großes Battle zu haben. Team Fabo und Basti gegen Wichtiger und Noreax, ist es das große Rematch. Die Jungen und Frischen wollen es nochmal versuchen, eventuell es endlich mal zu schaffen, gegen Fabo und meiner Monsterarmee eventuell mithalten zu können. Wenn ihr das ganze Format feiert, lasst unbedingt einen Like da, schaut bei allen Kanälen vorbei und abonniert vor allem auch diesen Kanal. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr das Ganze noch häufiger sehen wollt, und wir starten in die 90-minütige Equip-Phase in 3, 2, 3, 2, 1. Fabo! Es ist mal wieder Zeit, den Randomizer. Fabo, ich brauche heute wirklich wieder Totems. Pfeile, was? Pfeile direkt? Pfeile? Ja, einfach Gras. Also direkt zur Erklärung, wir haben es natürlich genauso wie beim letzten Mal. Fabo hat einen anderen Block-Randomizer wie ich. Das bedeutet, wir bekommen verschiedene Items. Aber Fabo, ich habe mal direkt eine coole Waffe für dich. Oha, nehme ich die Gabel. Fabo, wir haben beim letzten Mal, fand ich, eine richtig, richtig gute Runde zusammengezockt. Ich fand unsere Armee unfassbar stark. Und ich will die heute... Die war wirklich gut, ja. Ich habe einen Frosch. Ich habe Kaulquappen. Kaulquappen könnten richtig nervig sein. Wir müssen wieder so eine Kombination finden aus richtig nervigen Monstern, aber auch richtig starken. Beim letzten Mal, es hat so viel Spaß gemacht und ich glaube, deswegen habe ich auch die letzte Folge so positiv in Erinnerung. Mit OP-Goldäpfeln hat das so viel Spaß gemacht. Ich will auf jeden Fall... Ich habe einen Delfin, Basti. Okay, die sind eklig zu töten, oder nicht? Die halten noch richtig viel aus. Aber die sterben nach 5 Minuten, wenn sie an Land sind. Das ist, weiß ich jetzt nicht, ob das dann der Place ist. Was hast du, Fabo? Ich habe hier ein Werkzeug für Sie. Oh, zeig mal her. Oh mein Gott, das ist, also... Yes! Das ist traumhaft. Also direkt die beste Spitzhacke. So. Man kann jetzt direkt einfach alles abbauen. Eigentlich müssen wir gar nicht so krass auf Monster in der Nacht und so weiter gehen, weil wir kriegen so viele Spawn-Eggs. Und eigentlich müssen wir einfach viele Spawn-Eggs farmen und dann einfach schnell Monster töten. Die restliche Zeit, die wir dann so übrig haben, die nutzen wir einfach halt zum Equippen. Alright, wir müssen mal einfach alles abchecken, okay? Wir brauchen wie immer diese OP-Items, OP-Goldapfel. OP, alles OP. OP, also das Beste, das Wichtigste sind OP-Gaps, glaube ich. Ich hab schon mal eine Holzquelle gefunden. Man kann aus gelber Blume kriegen wir... Stripped Warp. Oh, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Geil, geil, geil. Ich hab eine Schalker-Box. Das ist auch sehr geil. Ich hab Upgrade-Templates aus diesen Fansachen. Oh, okay, das ist auch stark. Wenn wir da die Rüstung haben und Netherite Ingots, ne, können wir auf Netherite gehen. Okay, ich hab hier noch eine neue Quelle am Holz. Am Anfang wäre sowieso, glaube ich, smart auf dem Dorf zu spielen, weil wir da ein geile Items so und sehr viele verschiedene Items kriegen. Ich hab Dierhelm. Boah, stark, leg rein. Was auch geil ist, also was geil wäre, wäre halt eine gute Essensquelle, ne, weil ich glaube, daran hat es das letzte Mal bei uns ein bisschen gescheitert am Ende. Wir brauchen am besten eigentlich goldene Karotten oder Steak in Übermaß. Ich glaube, das ist einer der zwei geilsten Essen. Oder halt einfach direkt OP-Gold-Äpfel en masse. Boah, ich hab einen Nether-Star, aber wir können kein Beacon aufbauen, oder? Ja, ich glaube, das geht nicht, ne. Das wäre... Wenn wir irgendwie um Eisenblöcke oder so Blöcke bekommen, wäre das krank. So, was gibt's Stein? Goldschaufel, halt auch irgendwie low. Ein Piglin-Head? Junge, wie geil. Wie sehe ich aus, Alter, hä? Ich hab Dschungelholz jetzt. Snow Golem Spawn Egg. Ist das die neue OP-Strategie, eine Schneemann-Armee? Aber die halten ein bisschen was aus. Ja, wobei, nee, die sind One-Hit mit Axt, ne? Darauf gehen wir doch jetzt nicht. Nee, also ich will ja nur, ich gehe alles durch, was wir machen könnten. Ich habe einen Netherstar. Ich nehme einfach mal ein paar mit und mache Also Schaden kann es auf jeden Fall nicht. Ja. Pufferfisch Spawn Egg. Also Spawn Eggs kriege ich gerade schon ein paar. Fabo? Guck ihn mal in den Backpack. Juhu! Digga, ist das so verpowert wieder. Voll darf man auch nicht unterschätzen, dass wir vielleicht so ein bisschen den Vorteil haben und das Format so ein bisschen kennen. Das ist immer wieder so ein Heimspiel für uns. Aber dadurch, dass die anderen jetzt auch, sag ich mal, das erste Mal gespielt haben und jetzt auch ein bisschen routinierter hier drin sind, darf man nicht davon ausgehen, dass sie noch so ein bisschen den Anfänger-Vibe haben. Die sind auf jeden Fall mittlerweile, die wissen auch, was richtig stark ist, auf was man gehen sollte. Oh mein Gott, warte mal. Ich habe normale Goldäpfel über den Cherry Button. Lime, dann Polished Blackstone Brick. Ja, das geht eigentlich relativ schnell. Also, wenn ich genügend Kupfer mitnehme, kann ich uns stackweise Goldäpfel farmen. Aber ich konzentriere mich jetzt. Oh mein Gott. Ich nehme aber erstmal ein bisschen was anderes mit. Ich habe Eye of Ender. Endermänner. Ganz viele. Kriegst du eine Enderman-Farm hin? Nee. So eine ganz. Ich habe einen Wither.
Spawn-Ei. Nein. Aber ja, moin, Farbos, Kidnap. Dann musst du uns enden, damit du dort beim Brunnen trappen kannst, weißt du? Dann kann ich dir Tridents geben und dann schmeißt du einfach immer jeden einzelnen Kristall mit einem Trident ab. Okay. Seegras ist einfach ein Wither. Wie viel soll ich mal mitnehmen? Nimm mal erstmal ein Stack mit. Nein, wird das kein Video, weil der Server abkackt. Es ist ein Traum. Also die ersten 15 Minuten würde ich auf jeden Fall als erfolgreich erstmal so benennen. Netherite, Spitzhacke und Schwert ist unfassbar gut. Aber jetzt muss es halt nur noch wirklich rüstungsmäßig halt richtig reinscheppern. Und dann, glaube ich, können sich die beiden erstmal warm anziehen. Oh, ich habe Netherite Scrap. Hä? Ja, das ist richtig gut, oder? Ich hab Netherite Block, ich hab Netherite Block. Was? Ja, wie gut, hä? Netherite Block, ich mit einer Slab. Ich brauch Birch Slabs. Aus Birch Slabs. Oh, das ist krass. Ich leg direkt ein paar rein, Bro. Hä? Wie stark. Und ja. Wir haben auch Upgrades. Das müssen wir nur noch. Bro, das ist insane. Wir brauchen jetzt noch Dia-Rüstung und so Dia-Sachen haben wir full ja. Netherite. Das ist ein starker Anfang, Bro. Totem! Totem! Totem? Oh mein Gott, Noreax! Das ist so wichtig, Digga, Bro. Das ist so wichtig, Digga. Nein, Digga, das geht nicht besser, ne? Bro, wir haben den insanesten Start ever, ne? Ich hab eine Werkbank abgebaut und dann kam ein Totem raus, was? Yippie! Jetzt müssen wir direkt gucken, dass wir auch so geile Mobs und so halt ranholen können. Checkst du? Ich krieg Eisenohr aus Sand. Aber ich hab eine Netherite-Axt. Oh mein Gott, Digga, das ist krass. Ist gut. Das ist krass. Ja, ich lieg direkt eine rein, Bro. What the... Ich hab die Hose. Junge, let's go. HFD ja schon, ne? Wir haben Glück, Junge, hä? Wie geil. Aber wir haben halt noch keinen einzigen Mob, leider. Ja. Bock macht. Ich hab Gast. Als Spawn-Egg und einfach zu bekommen, ja, ne? Ja, oh mein Gott, ja. Diese zwei hohen Blumen, die geben Gas mir, aber ich weiß nicht, wie viel ich davon habe. Aber Digga, weißt du noch, wie insane nervig diese Gas letztes Mal ja, waren? Ja. Die Gas waren krass, Bro, weil du dir immer. Ich glaube, die tanken zwei Hits, Junge, und die, wenn die halt alle dich sehen, Bro, und schießen, du kommst ja gar nicht klar. Hol mal richtig viel Gas einfach. So richtig übertrieben viel. Ja, das wäre geil. Ist so, die Blume ist halt ein bisschen. Die ist nicht so ganz so oft, aber ich versuch's. Ich habe eine Lytra. Aber ich glaube, ich habe eine Lytra als Rare-Drop, wenn ein Apfel-Drop bei einem Baum. Bro, du checkst nicht, wie krass das ist, ne? Norex, wir können das hier holen heute, ne? Okay, ich hol jetzt noch unendlich Gas. Alter, wie stark, Bro, hä? Schere. Bro! Wither-Skelettkopf! Wither-Skelettkopf? Wither-Skelettkopf! Warte, das Ding ist, wie kriegen wir Seelensand? Ich hab's noch nicht gesehen, aber kriegen wir safe irgendwie, oder? Oh mein Gott, ich hab Smithing-Template-Upgrade. Also aus einer Oak-Tür kriege ich das. Also wenn wir Netherite-Blöcke bekommen sollten, damit können wir was anfangen. Vom Stronghold hast du auch nochmal viele neue Blöcke, ne? So gut, was ich gerade mache. Aber es ist alles... Wither... Du machst gerade richtig Meter. Gut, ich kümmere mich mal um Kamele. Wie gesagt, rote Blumen. Sehr, sehr chillig. Und ich glaube, das könnte die erste stabile Tank-Wave werden. Und ich zeige euch mal ganz kurz, der simple Play ist halt bei solchen Sachen immer wieder, die Dinger halt suffocaten lassen und nebenbei critten. Gas-Spawn-Egg. Ja, kriegst du die einfach? Ja. Sandstone. Cut. Also Kamele, echt nervig. Ich mach Baby-Kamele, die tanken, glaube ich, genauso viel. Und die kriege ich eigentlich relativ schnell auch getötet. Die halt Favo. Ich hab Netherite-Block. Jetzt nur noch Dia-Stuff und deinen Abfahrt. Wenn du aus Entities den Stuff holst, ne, du checkst, dann können wir den easy upgraden und der ist verzaubert. Und ich hab auch nochmal... Aber ich hatte diese rote Netherholz-Druckplatte, aber ich weiß nicht, woher ich die hatte. Aber ich habe auf jeden Fall einen Block, das sind ja eh 9 Ingots. Dann auf geht's und ich kann dir auch was sagen, was ich jetzt habe. Ich habe einen Spawner. Das Problem ist halt, ein Spawner ist trotzdem halt teilweise ziemlich slow. Boah, die erste halbe Stunde ist vorbei. Was sagst du bis jetzt? Noch nicht so viele Monster jetzt rangeholt und so, aber... Elder Guardian Spawnig. Ja, Elder Guardian spielen wir heute, wir spielen heute ohne Elder Guardian. Wir haben uns vorher darauf geeinigt, dass wir ohne Elder Guardian spielen und auch ohne Enderdrachen. Ihr müsst wissen, Enderdrachen sind leider ein bisschen verbuggt und machen Probleme, deswegen können wir das gar nicht machen. Netherite Schwert! Oh mein Gott, Digga, was geht ab, hä? Können wir in dem Battle vielleicht irgendwas hinsetzen? Weil dann könnten wir Ender-Chests voll mit Totems beide machen, glaube ich. Ja, das ist easy, Bro. Das ist auch eine smarte Idee. Ja, das machen. Ich will wirklich 300 Gas, okay? Ja, ernst macht das, Bro. Das ist okay, richtig geil. Netherite Helm. Geil, nehme ich mit. Also ich gehe jetzt ein bisschen traveln, okay? Ich hole mir Raketen und hole noch ganz viele Blöcke aus anderen Biomen. So, zack, zack, Raketen. Und wir gehen in den Flug, in die Höhe, in den Himmel. Auf geht's. Let's go. Oh, das ist so viel besser, Bro. Wir können so viel schneller jetzt traveln. Und können so viel noch weitere Items ranholen. Okay, erste halbe Stunde vorbei, ne? Wie sieht's aus mit dem Stuff? Was haben wir so? Okay? Passt für dir. Ja? Und ja, wir haben alles gleich eigentlich, aber es sieht ziemlich gut gerade aus. Ich denke, wir haben heute auf jeden Fall bessere Chancen als letztes Mal, ne? Wenn wir es hinkriegen sollten, noch eine geile Essensquelle zu finden. Noch gut Mobs töten. Könnt ihr hinhauen. Oh mein Gott, ich krieg Spinnen.
Spinnen. Oh mein Gott, ich habe unendlich Holz, Basti. Gib's nicht. Ist Netherholz. Ich glaube, ich fange jetzt mal an, die erste Spam-Monsterwelle zu starten. Denn ich farm jetzt mal richtig viele Spinnen-Spawn-Eier aus Sonnenblumen. Ja, ich glaube, so 100 Spinnen oder so, ultra nervig. Ich krieg TNT. Also TNT ist doch vielleicht stark, oder? Wenn wir dann später im Battle halt, Bro, wenn ich dann einfach alles damit TNT hochjagen kann. Hä, voll, ich hab einen Stack TNT. Ein Stack? Ja, ja. Ich mein schon, denn schon. Ja, yeah, ich geh rein. Fabo, let's go. Bung liegt. Ich hab Enchanter und Bookshelves. Und du hast gleich Gott. Über 60 Level. Was, ich hol ihn. Let's go, Fabo. Schnapp ihn. Boom. Aber warte, ich darf nicht durchgehen. Nee, ich sag ehrlich, wenn wir nicht noch einen Mob finden, ich mach wirklich ohne genug 1000 Gas. Oh, Digga, das ist krank. Netherite Chestplate. Straight Netherite Chestplate ist geil, Alter. Oh mein Gott. Vielleicht sollte mal einer zeitnah in den Nether mal reingucken. Wäre das ein Play? Oh, Nether. Ich glaube, beide sollten Nether reingucken. Oh, true, sowieso. Ja, klar, obvious. Ja, ja. Ja, Mann, safe. Ich hab Zoglin Spawn Egg, aber das halt. Aber auch stark, Bro. Bro, ich bin neben dir, hä? Wo bist du? Hä? Was? Wie geht das? Wir lieben uns, guck mal, weißt du? Die Junge, die sind doch krass OP, oder? Schlag dir mal, wie viel Schaden er macht. Oh ja, anderthalb. Checkst du das? Boah, das so richtig ja, viele von denen, Bro, könnte krass kommen, glaube ich. Die braucht man länger zu killen. Ich brauche halt aber. Ja, die Zoglins sind auch ultra tanky. Mach mal wirklich die Zoglins da, Bro. Mach mal, so yes, geht's. Sir. Aber ja, let's das go. Ist reicht, oder? Was für eine Schwierigkeit ist das? Ich glaube normal. Normal, ich glaube, das sollte gehen, oder? Ja, ist easy machbar, glaube ich. Ich glaube sogar generell, so ein paar Raids zu zocken wäre doch smart, oder? Einfach normal mit einem Cooldown einfach mitschlagen und dann hast du es eigentlich. Ich mache jetzt erstmal ein paar Wither, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ich habe jetzt erstmal ein Dorf gefunden. Pfeile kriegst du ja auch easy hin, ne? Wir sollten uns auf jeden Fall auch um Fernkampf-Setup kümmern, ne? Also, ich habe Pfeile. Ich muss einfach nur Gras abbauen. Das ist ein Pfeil, so. Okay. Also, wir haben auf jeden Fall genug Pfeile. Bogen kannst du craften. Das passt auch. Enchanten können wir den. Ja. Was ist jetzt mit Verzaubern? Also, ich krieg Full Enchanter nicht so einfach hin, aber wir könnten halt ein Full Enchanter Setup im Stronghold bauen. Da sind ja. in der Bibliothek kannst du Enchanter aufstellen und dann haben wir. Boah, aber ich habe keine gefunden, aber ist da immer eine 100%? Also, sehr wahrscheinlich wird da mal eine sein. Wir sind jetzt auch bei der Hälfte der Zeit. Ich muss sagen, Fabo ist mein Man. Ich glaube, ich habe jetzt 10 Wither gemacht. 10 Wither ist gut. Ich habe einen LA Spawn Egg. Ey, die sind scheiße nervig, ne? Die sind so nervig. Ich muss vielleicht auch mal in den Nether gehen oder so noch mal ein paar neue Blöcke oder ich weiß nicht. Das Ding ist, wir haben auch kein Essen, oder? Wir sind gar nicht so gut aufgestellt. Wir haben halt nur diese Wither und so ein bisschen was, ne? Ja, zählt TNT als Player Kill? Ich habe jetzt 59 Spinnen und wenn ich jetzt einfach mal hier ein TNT reinfeuer, mach mal. Habe ich 71, es funktioniert. Oh mein Gott. Und ich habe Lava-Eimer. TNT ist ja unfassbar geil für so viele Sachen. Fabo, ich bin hier auch drüben echt, glaube ich, am Kochen. Ich habe 28 Wither bis jetzt. Ey, Retalk, das reicht, glaube ich. Geh auf NCTs. Ich glaube, das ist eh schon genug. Oh, ein bisschen. Fabo, das ist viel zu viel. Ich mache die 32. Mach 32, aber dann musst du wirklich Rüstung holen, weil wir haben Rüstung immer noch nichts. Und wenn ich Pech habe, finde ich ja nicht mal eine City. Retalk, ich glaube, was wirklich das machen wir, wenn du wirklich so 1000 Gas machst. Weil die sind wirklich nervig, Bro. Die sind wirklich saunervig. Lass das machen, bitte. Hälfte der Zeit vorbei gleich, ne? Oh, ich habe Eisengolem Spawn Egg. Oh mein Gott. Eisengolem Spawn Egg, Bro. Wie, oh mein Gott, Digga, unendlich. Oh mein Gott. Was? Bro, ich sag ehrlich, ich habe 400 Gas, bin ich gerade am Töten. Und das ist schon stressig, wenn ich die so einbaue. Digga, wenn ich der Gedanke, dass die frei rumfliegen. Ja. Schießen die sich gegenseitig auch ab? Oder ist das nein, so, ich glaube nicht. Wo halt wirklich noch Bogen, Alter, falls die irgendwie auch wieder so viel Scheiße haben. Das ist. Bro, bitte irgendwie Bogen. Die Frage ist halt, wenn ich jetzt kleine Mini-Turtles töte, ne? Spawnen die dann auch kleine Mini? Das wird krass. Das wäre wirklich krass, ne? Du hast nicht gerade einen Entity-Spawn, oder? Ich geh rein. Ich würde es dir wünschen, Fabo, fürs Team. Ich wurde verarscht. Ich habe den schlechtesten Spawn, den es gibt. Ich spawn nicht mal auf einer Insel, wo ich einfach rüberlaufen kann. Eigentlich muss ich, also irgendwie, ich muss ja eigentlich gar nicht auf andere Monster groß gehen. Weil eigentlich ist ja der Hauptauftrag einfach Ausrüstung, ne? Oh mein Gott, ich habe eine Entity. Oh, aber, die ist so klein. Gut, ich mache jetzt nochmal ein paar Pandas und dann gehe ich gleich in eine Höhle und dann kümmere ich mich dann um die Goldäpfel.
dann ist das da. Das ist halt for real mein Auftrag. Ich habe einen Dia-Helm. Ja, also jedes Stück Dia-Rüstung ist besser als nichts. Dia-Rüstung, Eisenhose. Ich habe Mending, Protection 4, Unbreaking 3, Eisenhose. Unbreaking 3, Dia-Schuhe und Respiration 3, Fire Protection, Dia-Helm. Ist halt jetzt nicht so gut. Ja, nee, ist besser. Ist doch okay, ist doch okay. Hier, halbe Stunde noch. Ich muss die ganzen Eisengolems noch töten. Du tust noch die Gas. Wir brauchen noch richtigen Bogen, Pfeile und das Wichtige war die Wither und halt Essen. Wir werden irgendwas noch vergessen, Bro. Wir werden oh Gott, wie machen wir das? Ja. Wie machen wir das zeitlich? Ich werde doch jetzt keine Wither irgendwie im 101 besiegen. Wir müssen halt wahrscheinlich... Doch, wenn du den unter die Netherdecke packst, dann macht dir kein Damage. Und das versuche ich jetzt irgendwie zu kriegen. Boah, jetzt kommen morgen Seelen, Jungs, Mädels. Oh, ich habe direkt bekommen. 2 Stück, geil. Ich habe nochmal bekommen. Junge, wie stark. Wie 5 Stück, 5. Also jetzt habe ich einen Wither schon mal. Okay, Pfeile bekomme ich ja auch, ist auch mal stark. Geil. Dann mache ich jetzt so. Ist schon passiert jetzt. Ich mach's. Ich hab Scheiße gebaut, glaube ich. Hab's. Hast du jedes? Ja. Let's fucking go. Alter. Warte, Digga, viele Wither mit vielen Gas. Alter, das ist alles in der Luft. Die werden so rasiert. Erster down. Ich mach direkt weiter. Oh, ich hab noch eine. Geil. Fabo, das ist so wichtig. Oh, es ist wieder so eine kleine. Bin ich im Kreis gelaufen? Nee, aber so nochmal 2 Chests. Ja, Fabo, Real Talk. Besser als nichts. Also aktuell, ich hab. Ne, ich habe 6 Armor Bars. Ich kümmere mich jetzt mal ganz kurz um die Bücherregale, dass du gleich nochmal Full Enchanten kannst. Und ich würde dann auch nochmal Lapis aus Shipwrecks holen. Und dann mache ich die Gaps. Aber die Zeit geht mir ein bisschen. Oh Gott. Ja, jetzt kommt der Zeitdruck. Hier, Chest, Mending Protection Unbreaking. Geil. Fabo, du musst unbedingt aber dann auch noch mit einem rechnen. Du musst in der Overworld nochmal Pfeile holen, ne? Ja. Was hältst du von der Idee, also auch noch also die Netherite-Schwerter nicht zu Full Enchanten? Also Smite oder. Also, wenn wir halt Lapis noch finden, wenn du noch auf dem Ozean gehst. Ja, dann gehe ich geh jetzt auf den Ozean. Dann gehe jetzt Retalk zurück. Wir haben halt auch keine Spare-Rüstung und so, ne? Das ist es halt, ja. Hast du Chorusfrüchte abgebaut? Oh mein Gott. Was? Schiff. Ein Schiff! Ganz, ganz wichtig. Eine Enderperle einfach hat's ausgemacht. Oh mein Gott, 8 Dias. Let's go. Und 2 Dia-Hosen. Okay, ich sehe ein Shipwreck, ich baue da 2 Minuten noch hin. Okay, Fabo, du musst raus. Mach ich noch mehr Wither? Nee, ne? Nee. Raus, Pfeile jetzt. Und dann baust du den Full Enchanter auf. Ich kann dir gleich Lapis geben. Aber bau den Full Enchanter auf und hol Pfeile, Fabo. Pfeile. Oder halt am besten Infinity. Boah, bitte jetzt da Lapis drin. Das ist so wichtig. Kein Lapis. Ich habe 2 Shipwrecks hintereinander ohne Lapis. Das gibt es nicht. Und Wither Nummer 6. Let's go, das ist echt gut. Ich glaube, dass wir die Wither haben, ist, glaube ich, echt ein Game Changer, sag ich. 6 ja, aber Stück, vergiss nicht, Bro. Vergiss nicht, dass wir 2 Kisten voller Dings noch brauchen, Totems. Ja, genau, da mache ich mich erst dran, glaube ich. Ich glaube, noch ein paar Gas um. Wir haben aber nur Gas und Wither gemacht. Oder, oh, die Eisenblumen haben wir auch noch. Ich glaube, da würde ich sagen, wenn du noch Zeit hast, dann kill die jetzt auch, oder? Ich leg dir ein bisschen was rein. Ja, ich glaube, ich mache aber weiter Gas, oder? Ich bin die ganze Zeit am Gas stoppen. Ja, ja. Ohne dich Gas verkauen. Hose, Boots, ich bin full Netherite. Und was brauchst du noch? Ja, ich bin auch von Netherite, aber wir können die unsere Second Sets auch noch von Netherite machen, oder? Ja. Essen, wir brauchen noch mehr Essen, ja, oder? Aber ich habe ich hab einen halben Stack Fleisch, so, das wird halt... Ich hab die Totems werden uns halt totes carryen, so. Ich habe jetzt jeder 2 Stacks. Wir müssen hoffen, dass einer Infinity bekommt. Ich habe 3 Stacks Gaps, also für jeden anderthalb. I guess, besser ja, als nichts. Besser als nichts, ja. Wir müssen es halt gut aufteilen. Du hast immer noch kein Lapis, ne? Ich flieg jetzt los. Und... Lapis. Soll ich dann jetzt enchanten? Ja, mach jetzt. Jetzt aufstellen und die Bögen. Ich würde dein Schwert, mein Schwert enchanten und dann noch Rüstung, was geht. Ich würde sagen, dass du Infinity bekommst. Punch 1 wird mir angezeigt. Guck, ob du was du auf Schwert noch bekommst oder auf der Chestplate. Looting 3 auf Schwert. Nee, auch Quatsch. Ich waste ein Lapis für 1 Enchant. Mach einfach, du enchante einfach. Ja, es geht, es macht eh, sonst wäre eh 1 übergeblieben. Also scheißegal. Ja, Hauptsache Power. Power ist einfach wichtig. Flame, Power 3, Unbreaking. Ist okay. Guck mal, ob der zweite jetzt Infinity gibt. Power 4. Ja, rein. Blast Protection, Fire Aspect 2 Schwert. Keine Ahnung. Mach Power 4. Power 4 ist schon gut. Wie viel können wir upgraden? 7 Sachen. So, jetzt muss ich ganz, ganz, ganz viel Totems holen, Bro. Boah, zu knapp, ne? Und Essen brauchen wir auch noch. Digga, holy shit. Warte, stimmt. Können wir Eisengolem und Elstis noch mitnehmen und die für uns kämpfen lassen? Safe geht das. Also nimm wirklich auch mal viele mit. Ja, okay, dann tue ich besser keine mehr einfach. Dann noch Creeper für Flächen. Bro, dann haben wir über Smart. Dann spielen wir mit wenig Essen einfach. Ja, das machen. So, ich brauche jetzt ganz schnell eine Spinne für einen Bogen. Komm schon drin. Oh mein Gott, bitte, Bro, bitte. Wir brauchen diesen Bogen noch, Bro. Also Essen, sag ich, wird uns hier komplett vernichten, Bro. Ja, ich habe ein bisschen was habe ich. Okay, ich habe jetzt 2 Bögen, aber einer davon ist kaputt fast. Boah, nee, mein Impfstudio ist Lava, Creeper, Totems on Mass. Wir brauchen scheiß 30 Minuten, wir brauchen eigentlich Blöcke. Oh fuck, schnell Holz bringen. Oh mein Gott, Holz, Bro. Warte, ich nehme FNS einfach, beim FNS kaputt. Oh Gott, Bro. Wir haben keine Blöcke, Junge. Fabo, das ist es. Das ist es, ja.
Wir kümmern uns um die Waves. Also, ganz kurzer Check unsere Stuffs, den wir jetzt nach 90 Minuten geschafft haben. Ich bin 3/4 Netherite, full enchanted, wobei die, also ja, die hauen jetzt nicht so krass rein, aber Fire Aspect, Schwert, Sweeping Edge, es ist okay. Power 3, Flame 3 Bogen mit 2,5 Stacks Pfeilen. Wir haben beide jeweils 2 Stacks Goldäpfel und ich glaube, du bist full Netherite, ne? Nee, nur Schuhe nicht. Die Schuhe haben uns das angetan. Aber es sieht solid aus auf jeden Fall. Und wir gucken uns mal an, was wir insgesamt getötet haben. 10 Kühe, 7 Kaulquappen, 11 Skelette, 7 Schweine, 116 Spinnen, 14 Zombies, 41 Kamele, 8 Schafe, 1 Guardian, 1 Polarbären, 1 Pufferfisch, 4 Silberfische, 1 Skelettpferd, 5 Bienen, 35 Wither, 8 Allays, 17 Enderman, 3 Creeper, Panda 33, Zombie, Schalker, Vex und nochmal 2 Wölfe. Also wir sind da mehr oder weniger wirklich auf eine Hardcore-Taktik gegangen. Und jetzt werden wir gemeinsam leckere Waves zusammenzaubern. Wir werden die beste Monster Wave 2024 zusammenstellen, Norex. Wave 1 hauen wir die ganzen hier, 2 Chicken, machen wir ein paar Mushrooms. Mushrooms? Ein paar Turtles. Bro, wir haben 415 Ghast. Ich hab 415 Ghast umgekloppt, Digga. Lass Noduk in der Welle schon mal 15 Ghast machen, dass sie denken, Alter, schwer, das ist alles. Ja, mach das. Okay, ja, ist eingeloggt. Dann, zurück. Wave Nummer 2. Wollen wir jetzt übertreiben oder wollen wir Wave 3 übertreiben? Ich sag, wir machen jetzt so Low-Key und Wave 3 rasieren wir ihn komplett. Okay, dann auf Low-Key machen wir Skelette alle, eine Witch, 2 Endermen. Wollen wir 50 Gas? Ne, wollen wir 100 Gas hier schon machen? Boah, 100 Gas ist schon motiviert, ne? Bro, dann sind der letzten aber 300 Gas noch. Dann lass aber gar keine Bodentruppen machen. Lass nur Wither und Gas letzten, oder? Wir haben eh keine richtigen Bodentruppen. Ja, lass machen. Okay, und die letzte Wave wird dann wie letztes Mal bei uns die richtig eklige. Letztes Mal haben wir genau das bekommen. Dann machen wir's. Alle Gas rein, du Rex. Oh mein Gott, das ist so krass, ne? Digga, ich weiß nicht, wie der Oberlöwe ist weggebaut. Bei mir auch. 300, Bro. 300 Gas in 6 Monaten, Digga. Halleluja. Viel Spaß. Boah, Digga, das ist eine krasse Wave. Ich sag dir ganz ehrlich, alleine der Fakt. Guck mal, wir haben 2 verschiedene Mobs, ne? Und trotzdem würde ich sagen, ist das eine Baba und wirklich gefährliche Wave. Ja, lass Kamele mit Erlasen so jetzt am Anfang streuen, oder? Ja, noch eine Biene, ein Wolf. Eine wächst. Ne, die wächst, hebe ich mir auf. Also, das ist so entspannt. So eine kleine Zoo. So ein kleiner Start. Wave 2 würde ich auf jeden Fall die Spinnen reinstreuen. Wither muss alleine. Ja, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, mach so mach die Kaulquap noch so zwischendrin rein. Aber ich klicke jetzt einfach Spinnen. Boah, oder warte mal. Wollen wir nicht Wither in der ersten Wave auch am Ende, damit sie einfach schon Sachen drain, dass wir denen irgendwie so 5 Stück hinten reinknallen? Dass sie einfach schon alle Bögen und so, also dass die Pfeile, wenn sie welche haben, gedrained haben. Lass mal jetzt trotzdem die hier noch zu Ende machen, aber ich würde einfach 5 Wither in die erste am Ende reinpacken. Ich mache hier auch nochmal Endermänner rein, jetzt in die hier. Ja, ich klicke noch weiter Spinnen, ich mache alle rein einfach. Alright, dann. Willst du lassen? Dann lass uns noch in Wave 1, dann klicke ich jetzt nochmal 5 Wither an für die erste. Dann die zum Schluss und dann jetzt in Wave 3 Farbo. Ja, 30 Wither jetzt. Machen wir alle Wither und dann die kleinen Viecher hinterher. Würde ich sagen. Damit die sich so verstreuen. Ja, spielt eh keine Rolle. Die werden, also ich glaube. Ja, komm, mach einfach alle 30 Wither rein. Dann das. Wir werden aber auch Probleme haben, halt Wither down zu bekommen. Wir haben echt wenig Pfeile. Das ist leider. Ich sag, das geht. Die haben 4 oder so gemacht. 4, 5. Die haben es vor allem bei uns nicht gehört, weil wir sie nicht gespawnt haben, ne? Wir haben Spawn-Eier, ja. Oh mein Gott. Na dann, Fabo, bist du ready? Ja. Dann gehen wir ins Wave Config Finish. Und zocken! Guck mal, wie wir aussehen. Vor allem du, hä? Du siehst gut fresh aus. Wave 1 beginnt. Let's go. Alright. Letztes Mal wurden wir hier rasiert. Ich sehe schon die ersten nervigen Mobs. Digga, LA. Lamas. Ein Kamel haben die auch. Das ist ja krass. Boah, das sind Baby-Pandas und so bei mir, Digga. Ja, Sam, ich töte dich. Ich fühle gar nichts dabei. Ja, die hören sich richtig traurig an. Die haben. Kompletter Fokus. Oh, Digga, Full ich sehe da 3 Wither. Digga, 4 Wither, Bro. 5 Wither. Ja, Digga. Was? Mann. Norex, was jetzt? Dieser eine Tower. Das müssen wir direkt machen. Da haben wir die reingepackt. Das Problem ist, Bro, wir haben viel zu wenig Essen. Okay, komm zu mir und du musst jetzt halt dann hochgehen irgendwie, ne? Und dein Ding machen. Ja. Aber ich sag, du schaffst das, okay? So ist chillig. So ist Noto chillig, wenn du die so machst. Aber du kriegst den down, Bro. Let's go. Yes, ich mach auf. Stark, Bro. Richtig stark. W. Hat einen Toten gepoppt jetzt. Egal, erster down, Bro. Ein Totem für einen Wither ist das krank. Doch, das ist krank. Das ist gut, wie wir das machen. Real Talk. Aber ich weiß gerade über viele Totems, Digga. Die machen über Damage. Es geht auf! Die Ancient City ist wieder zurück. Ich mag diese Arena sehr, Fabo. Auf ein gutes Gelingen. Ja, hier sind auch noch OP-Gaps und so, oder nicht? Oh ja, hier gibt's ein OP-Gap auf jeden Fall zu looten. Fabo, weißt du, was overpowered ist? Fire Aspect. Und erste Wave. Mal wieder schön essen. Also selbst wenn wir kein Essen gehabt hätten. Ich glaube, stimmt. Wir wären gut durchgefüttert hier mit der Wave. Hier Schwein.
Ghasts. Ach, die Kacke. Die sind wanted. Ja, aber waste vielleicht noch nicht die Pfeile. Wenn du sie am Spawn siehst, mach sie noch mit Schwert oder so, wenn es geht. Ja. Unsere erste Wave ist auch chillig, Fabo, ne? Das stimmt. Die werden gerade genau das gleiche sagen. Bro, so ist gerade OP. Ja, bei mir nicht. Bei mir ist Kacke. Ich muss wieder runtergehen, Bro, weil sonst gehen die hoch. Checkst du? Ja, aber der eine war gut stark. Ist, wenn du runtergegangen bist, ist er wieder runtergegangen. So, alle down, oder? Ja, das waren alle Wither. Bro, die Frage ist halt, waren das jetzt alle Wither? So gute Rüstung wie heute hatten wir, auch wenn die Verzauberungen nicht krass sind, noch wir nie. Wir haben wohl Netherite, das ist gut. Und wir haben teilweise halt Unbreaking 3 auf der Rüstung. Das ist halt auch eine Menge wert. Alter, diese Babyschildkröte. Aber das ist, immer das wieder gibt es irgendwas Neues, was echt raffiniert ist. Ah, hier ist ein Hühnchen. Jetzt geht's ab. Auf geht's, Fabo. Okay, kann sein Wither jetzt, ne? Vielleicht in so einen Turm schon mal gehen. Ich verteile mich mal wieder ein bisschen. Skelette. Hier ist Skelette, ja. Aber auch nochmal ein paar Pfeile extra mitnehmen. Auch danke, Jungs. Ja, ja. Ich glaube, die Wither kommen am Ende. Oh! Let's go! F2, mal gucken, wie viele Wither jetzt spawnen. Oh, hier sind Spinnen. Oh mein Gott. Dann können wir Bögen mitmachen, theoretisch. Und wir haben 400 Gas. Also wenn die keine OP-Gaps haben... Oder wenn Die OP... mal hochbauen wegen Enderman, oder? Ja. Das ist eine harte Wave gerade, Digga. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, was? Wir müssen irgendwo runterstellen, weißt du? Digga, oh mein Gott! Was? Ich werde gerade komplett genascht. Ich werde durchgeboxt von ganz vielen Elementen. Ich auch, Digga, ich auch. Oh, was geben die mir für Bomben, Alter? Alter, die Elemente sind echt krass. Oh, diese Spinnen. Oh, da hast du das kompletten Guardian in der Ecke, Junge. Wie nervig. Digga, was machen die mir für Schaden? Bro, was? Digga, was? Ich komm gar nicht weg! Enderman. Viele Gas. Echt? Ja. Versuch direkt am Spawnpunkt auch zu bleiben, dass du die Gas halt direkt mit Schwert. Ja. Endermen machen gerade ein bisschen Stress. Okay. Ja, im Notfall einfach Wasser. Hexen. Okay. Boah, diese Gas. Wir drehen den Spieß vom letzten Mal um. Die haben richtig viele Gas. Wie kriegen wir die runter, Basti? Ja, notfalls mit Bogen. Müssen wir. Müssen wir, glaube ich, ja. Es sind sehr, sehr viele. Das ist eigentlich clever, weil wir jetzt Probleme dann bekommen werden mit den Withern, weißt du? Ja. Eisengolems. Okay. War vielleicht auch noch einer. Boah, das ist ein richtiges Aim-Training, ne? Wenn du die auf die schießt. Ja, ja. Eisengolems nicht gerade wenig, ne? Nee, auch viele. Ja, Kühe, lass die Kühe hier auch verbrennen. Lass Kühe, die haben die Kühe hier reingemacht. Ja, smart, Bro, smart, sehr smart. Da haben wir wenigstens eine Essensquelle, Bro. Das ist sehr, 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 sehr gut. Oh mein Gott! Was? Was denn? Nora, Hilfe! Was ist denn, was ist denn? Ah! Was ist denn? Der Guardian! Die Wolf 2 sieht chillig aus. Ich glaube, wir werden da gleich wirklich unser blaues Wunder erleben. Boah, ich habe nur noch 2-6 Pfeile. Ja, ich auch, Fabo. Ich würde mir einfach vielleicht die Gas erstmal zum Schluss aufheben. Ja, die machen gerade eh nichts. Die sind halt nur nervig gerade. Ja, es spawnen eh noch gerade Monster. Ja. Aber Rüstung hält es gut aus. Was sagt deine Durability? Eigentlich auch chillig, oder? Ja, warte. Eisengolems sind halt richtig schlimm für Durability. Ja. Vindicator. Wither-Skelette. Alter, da kommt echt viel. Ich zünde jetzt auch einfach mal ein TNT. Stimmt. Oh mein Gott, habe ich viele gekillt. Alter, Fabo, wir müssen mehr mit TNT spielen. Das sind auf der anderen Seite sind insane viele Gas, Basti. Ja. Also wirklich gestört viele. Ja, ich sehe. Aber man kann das richtig easy mit den Feuerbällen machen. Bis jetzt läuft es richtig, richtig gut, Fabo. Ich habe auch noch nicht viele Goldäpfel verbraucht. Und sorry für die Lautstärke, Leute. Oh, okay. Let's go, Wave 3, Digga. Das könnte was werden, wenn jetzt wir nicht komplett aus dem Leben genockt werden. Nein! Oh, Schere, Dramaschere. Nein! Bro, ganzer Bildschirm voller. Ja, lass kommen ein bisschen ein Ding. Mein Gott, Digga. Mach Meter. Oh ja, Digga. Wir müssen uns irgendwie überlegen, wie wir jetzt hier vorgehen. Ja, ich kann von hier hitten. Oh mein Gott, ich kann von hier jetzt auch hitten. Stark. Aber ne, bleib unten. Bleib da stehen, wo du bist. Wenn okay. Ich den Pointer, wo ich hitten kann, bleib einfach stehen. Boah, das. Nicht bewegen, du hast bewegt. Bro, wenn du dich bewegst, instant die verlieren, die gehen woanders hin. Das ist überschattet. Okay, einer von 100. Let's go. Wie viele sind das, denkst du da oben? Ich höre nämlich Hunderte.
Ja, bestimmt so 20. Bei Hunderten würden die, glaube ich, jetzt noch angeflogen kommen, sage ich. Ja, ich sag dir aber ehrlich, damage-mäßig finde ich bis heute immer noch. Also, Vindicator sind so krank, ne? Ja, ja. Diese Eisenachs halt einfach, ne? Ja, diese Eisenachs krittet so heftig. Das ist halt einfach nur ein Eisenachs-Schaden eigentlich. Das sind ja nicht die Viecher, das ist einfach ein Eisenachs. Ja, ja. Es ist so ein overpowered Item. Bin mal gespannt, was die gegen die 35 Wither machen. Ich hoffe, dass sie halt denken, dass sie nach Wave 1 durch sind, weißt du? Ja, die denken so, ja, 5 Wither passt. Also wir wissen ja, dass gleich Wither schon kommen. Einfach... Einen guten Spot eigentlich brauchen wir. Halt vor allem, aber mit dem Bogen ist halt wichtig, halt auf einen konzentriert und dann einen nach dem anderen. Ich sag vielleicht sogar Melee, ich hab Smite 4, Basti. Das stimmt und du kannst halt gegengappen, ne? Aber die machen halt ordentlich Damage. Ich muss mal probieren, aber wir brauchen einen guten Spot, wo die nicht hinkommen. Also sind keine Guards mehr da, sind jetzt nur noch irgendwo was Kleines. Ich hab ungefähr 2 Stacks Pfeile noch. Ich auch. Die müssen von außen kommen und tiefer sein und dann hier rankommen. Checkst du? Ah, oh mein Gott, da ist viele. Ja, genau, jetzt komm rein. Ja, jetzt sind die wieder hier unten, aber hier an der. Ja, genau so. Okay, top, jetzt komm. Ich habe das Gefühl halt, aber es werden irgendwie nicht weniger. Ja, ich check, was du meinst. Irgendwie ist die Leiste da oben, die bleibt irgendwie immer gleich lang alles. Ach, mein halber Bildschirm ist Wither! Und, also mit dieser nein, Leiste Ritter, da. So viel sind das nicht, Junge. Okay. Ich glaube, das sind noch so 15. Auf geht's. Wave Nummer 3. Lass das mieten. Komm mit. Ja. Hier in die Ecke, oder? Yes, es geht. Ja, wird ernst. Lass vielleicht, dass wir nur einen pullen, weißt du? Komm mal, lauf mal. Ja. Es ist nur einer. Da, zwei. Komm mal hier hoch. Es sind drei. Jo, es sind ein paar mehr. Oh, aber der ist hier getrappt. Kannst du was machen gerade? Nee, nicht so richtig. Überhaupt nicht. Hier sind auch noch Gas, die auf uns schießen. Erstmal noch die Gas weg, bevor die noch weiter nerven. Du hast nur einen Wither hinter dir. Alle anderen sind auch nicht getriggert. Kill den. Ich kann ihn gerade einzeln fighten. Gut. Aber Rüstung geht richtig am Arsch dadurch, ne? Du kannst mir den gerne abnehmen, der ist Melee. Mit Smite knallt der. Ich kann nicht, bei mir sind 6 Wither. Okay, okay. Ich kann nicht moven. Hab einen. Aber bei mir sind jetzt 2. Also ich sag, das ist machbar. Ja, safe. Aber das, also, ich weiß nicht, der ist nicht aus und dann wird es halt super, super schwierig. Ich sag, die Totems werden uns da retten. Die Totems geben uns Regeneration 2. Das heißt, rein theoretisch könnten wir halt irgendwann halt nur von diesen Totems regenerieren. Checkst du? Aber dann gehen die Totems halt auch schnell aus. Also es wird ein hartes Ding, Bro. Na, Mili? Ja, ich kann. Ich kritte. Du musst den töten jetzt. Eisenschuh down. Zweiter Wither down. Stark, Basti. Sehr, sehr gut. Nächster down, 3 Wither down. Die anderen 3 sind bei mir. Okay, dann lass da einfach all in gehen. Ich hab über einen Stack Pfeile noch. Dann schieß jetzt mal die Gas ab. Nicht same. Bro, wir liegen super gut in der Zeit. Die sind alle drei bei mir. Bro, es sind noch 10. Real Talk. Unterschätzt es mal nicht. Doch. Real Talk, das sind noch irgendwie so eine Handvoll. Wir können die holen. Jedes Totem ist halt unsere letzte Regi. Wir können aber jetzt nicht mehr regenerieren und irgendwann auch nicht mehr sprinten. Das heißt, beweg dich am besten gar nicht mehr. Da muss man nicht zweimal sagen. Ah, er haut mir aus dem Maul. Bro, wieder hier um. Alter, holy. Okay, was jetzt? Ja, jetzt weiter. Guck mal, ich kann die von hier bowspammen. Ich mach so viel Schaden, guck mal. Bro, du bist... Also, das ist unfassbar. Ich versuch noch zu helfen mit Bogen. Schick die auch rein jetzt. Ja, gehen auf den... Einer ist Mini. Geil, Fabo. Geil. Zwei. Digga, nur noch zwei. Stark. Noch einer Mini. Alter, Leute, sorry für die Tonspur. Der letzte auch gleich Mini. Ja? Der letzte auch Mini. Wir haben das, Basti. Wir haben das. Jetzt die Gas, komm, Pfeile. Wir brauchen die Pfeile nicht mehr. Oder wie viele sind das? Das ist unfassbar, wie viele die gemacht haben. Warte ich einfach, wie viele. Bleib stehen. Okay, sorry. Wir kriegen die down, Bro, real talk. Ich kann ja nicht zuholen gerade. Ja, alles gut, es passt. Jetzt gerade ist alles optimal. Wenn wir so weitermachen, kriegen wir das hin. Hab ihn. Bro, es ist richtig gut gerade. Gib ihm. Okay, sollen wir richtig all in? Oh, jetzt gerade ehrlich wenig. Gerade sieht nämlich danach wenig aus. Ich hol sie runter, Bro. Ich hol sie. Ich hab nur noch 17 Pfeile. Ich versuch mit Schwert. Ich muss mit Feuerbällen. Fabo, es sind überall welche. Aber wir kriegen sie auch down mit Schwert. Ja, das ist nur eine Frage, es dauert halt nur leider sehr lange. Basti, was hier abgeht, du checkst das nicht gerade nicht. Na, ich bin tatsächlich auch hier. Out of arrows. Gaps reichen beide bei auch easy, ne? Das ist krass. Ja. Aber ein Stack hätte gereicht. Das
so krank, Basti. Ey, Fabo, ich hab hier richtig Probleme, Alter. Bro, ja. Endgame jetzt, Endgame. Endgame. Vier noch, let's go! Oh mein Gott, Marcel! Boah, wir töten in einer Stunde runter, wir haben alles umgenockt. Oh mein Gott, und ein paar Totems raus. Bin ich unten bei Emily mit dem? One on one. Ja, hol dir, ich hol die anderen, okay? Okay. Die Bro, das ist wie zu PvP gerade, Alter. Ich schwöre. Danke, Bastian, für die Ausbildung. Wir stehen jetzt auf eigenen Beinen. Bei mir sind jetzt nur noch so vereinzelt gerade in meiner Ecke. Ich komm zu dir mal. Ja, ich spam hier gerade halt mit Feuerbällen rein. Ich könnte mir Angeln machen. Boah, und kein schlechter Call. Ich sag, da sind nur noch so 20, 30 oder so. Ja, ich kann die mit der Angel gut runterziehen. Angel ist geil. Heißt, ich glaube nur noch in deiner Ecke da. Ja. Bro, ich krieg Hungerschaden. Ich krieg einfach Hungerschaden gerade. Ich gebe ihm. Ich gebe ihm Noreax. Gib ihm böse. Oh mein Gott. Let's go, Bro. Oh mein Gott, das ist so ein Klatsch. Digga, es reicht genau. Kein Essen mehr. Aber den Willen haben wir nicht verloren. Also Gas, Angeln war eigentlich nicht die Beschäftigung, die ich heute so vorhatte. So, jetzt sind Pfeile alle. Aber Bro, die Gas... Jawohl! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Wir haben, also Real Talk, uns kann wirklich nichts aus der Fassung bringen. Real Talk, guck dir mal unseren Stuff an. Wir sind Kämpfer, Mike, wir sind Kämpfer! Weniger schreiben, ich kriege mir Hate-Kommentare. Dafür habe ich den Bogen aufgehoben. Wie viel Pfeile hast du noch? Reicht das? Ich glaube nicht. Jetzt. Ich geh rein. Mike, gib ihm! Oh mein Gott! Komm, Noreax, zusammen! Gib ihm! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Noreax, bitte! Bitte! Ja! Was? Nein! Oh, GG. Jungs, was ist los? Ich bin hier noch ein bisschen am Chillen. Ey, wir warten seit einer halben Stunde. Was? War doch mal wieder ein sehr, sehr spannendes Battle, Jungs. Darum geht es ja. Wir haben beide unsere gegnerischen Armeen besiegt bekommen. Deswegen schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr noch weitere Monster-Army-Battles sehen wollt. Wollt ihr noch extreme Varianten sehen? Wollt ihr vielleicht mal mehr Teams sehen, noch größere Teams? Ich freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback. Lasst unbedingt einen Like da, schaut bei allen Kanälen vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Video oder beim nächsten Livestream. Bis dahin, macht's gut. Haut rein und ciao.